hier kann man auch wieder einsammeln. Da ist doch was runtergefallen. Bitch. Mobbing. Das Spiel mag mich nicht. Das Spiel will mich ärgern. Nö. Wir gehen da halt runter. Machen das jetzt hier auf. Die harte. Die harte Weise. Hier ist auch was runtergefallen. Ist ja nicht so wild, dass da was umgefallen ist. Oh. Das ist nachgewachsen. Ich hoffe mal, das ist nachgewachsen. Oder eigentlich nur nachgewachsen. Aber weit springen kann man relativ. Ein interessantes Funkgerät. Kann ich hier viel mehr Gang? Wir müssten eigentlich richtig sein. Was das schon. Die Pflanzen sich, habe ich hier so gesehen, selber schädigen. Das ist kein besonders gutes Ökosystem. I think the animal might be hurt. I want to check on it. Why this obsession with animal care? Just feels like we should be focusing on more practical matters. Not like we haven't got zoos back home. Kümmere dich um das Tier. Ja, machen wir. Auch wenn ich nicht weiß, wo das Tierchen hin ist. Natürlich kümmere ich mich drum. Das kennen wir schon. Ist. Das ist vom Gras. Das kennen wir schon. Alten Fasern.
man jetzt mal wissen, wo das Tier hin ist. Und jetzt haben wir Alkohol. Zum Wunden reinigen natürlich nur. Das pure Alkohol ist. Sollte man vielleicht nicht trinken. Lenschen. Wie? Lohnt sich einmal wieder einen Blick. Wo geht's jetzt hin? Oh, look at you. Ah, you're okay. Lass mich dich scannen, mein Kleiner. You're saying hello, aren't you? Hi. Hi there. Nicht abhauen, ich will dich scannen. Off you go. Massive. Hey, Hex, looks like we're not the first intelligent life on this rock after all. I mean, there are structures all over this area. What? Yeah, there were definitely people living here. I hope you're sure about the past tense. I'm not up for alien encounters. Sure looks deserted. I'll send you some scans. Geht's mal jetzt auch zu den Ruinen. Neuer Ort. Pilzdschungel. Und hier sind wir her. So, wir können wirklich zurück. Ich dachte, das geht nicht. Das war jetzt einfach so, komm, wir probieren's mal. Damit habe ich nicht gerechnet. Umso schöner einfach ausprobieren. Manchmal funktionieren Dinge, mit denen man nicht rechnet. Aber was auch immer das hier. Überspringen tun würde aber nicht, weil Angst hier funktioniert, oder? Ja. Knicken, das ist zu weit. Das ist hier der sinnvollste Weg, um darüber zu kommen, scheinbar. Außer ich weiß was nicht, was ich natürlich immer so ist. Ich weiß bestimmt Dinge nicht. Meine Unwissenheit habe ich Chat. Ich verlasse mich da ganz auf Chat. Heute sind alle. In dem Fall mit alle. An einem Tafel oder sozusagen. Bevor ich hier einfach Dinge überspringe, bleiben wir auf den anderen Fall.
brauchen auf jeden Fall Loot. Also war es schon mal richtig, dass wir da hier nochmal hin sind. In dem Sinne müssen wir ja, aber jetzt haben wir dann doch dahin. Runter. Gut. Oh, look at these inscriptions. Hey, Bex, how are your skills in ancient alien alphabets, huh? Bit rusty, to be honest. But send a scan my way and I'll have the computer work on it. Schadet ja nicht. This translation's gonna take a while. Any clues on how to crack this gate open? Seems like the control mechanism is triggered by some sort of energy pulse. I've got a wonky thermal accelerator on my workbench. And I think I should be able to modify the glove. Okay, I'm heading back to camp. Finally. You should find a good spot for putting down a signal beacon. Maybe over by the statue. It'll make it easier for you when you want to return there later. Wende die Signalbarke, um zum Lager zurückzukehren. Signalbarke? Irgendwie hat das was, als würde da jemand was auskotzen. Oder Katzen Nudeln schlürfen. Bin mir nicht sicher so. Now what's this fellow's deal? What were you up to? Holy crap, this thing is old. A couple centuries at least. Dang! Diese Statue ist mehrere Jahrhunderte alt, genau wie der Rest der Ruinen. Hier durch Oxidierung scheint das Material zu verhärten. Meine Chance, die Sprache dieser Inschrift auf den Sockel selbst zu entziffern, darum kann sich der Computer tun. Gut. Wir verlassen uns komplett auf den Computer. Yeah, it sure is imposing. Must be someone important, right? People rarely build statues over those who didn't make some huge difference. Could be a savior. Or a dictator, hard to guess. Signalbarke aufstellen. Das kleine Ding reicht. Außerirdische Ruinen Lager. Joints clogged with mud. Blew a fuse when I tried to clean them. I've killed about a million of those nasty bugs. Not to mention the moist and the corrosion. Great day. I'm sorry I kept you waiting. But you know what I'm like when I get excited. Let's eat. Oh my God. Taste buds are still in heaven. Well done, Kurt. Team concerned. Tomorrow I gotta find a way to change his speech code. He needs to learn to say something else.
Well, I'm going back out as soon as the sun's up. That animal I saw, I can't even describe it. It was so beautiful. And we've discovered traces of an old civilization. Who were they? And can it tell us something about the energy signal? That's what I want to know. Yup. Hey, you should come with me for once. Let's adventure together. In these shoes? Nah. Maybe we'll get famous. I can picture the headlines. Scavengers discover unknown alien world. Make a fortune. Scrappers try to escape debts. Die in agony on shitty space rock. Everything's gonna be fine. I can feel it in my guts. Wish my guts were more like yours. Planning on sitting out here all night or what? Just a bit longer. Suit yourself. I'm in the bunk. Lights out, Kurt. You got served. Der erinnert mich hier an einen ganz anderen Roboter, der Gute. Das ist so ein Claptrap, so gesehen, in Rohform. Können das viele Kevlarfasern mehr aushalten, bevor du bewusst wirst, verschenkt den Stoff deines Jumpsuits mit robusten Fasern. Energiesynchron. Probiere Gang, um für kurze Zeit schneller rennen zu können. Dieser Energieumwandler an deinen Powerhandschuh leitet Energie aus absorbierten Gang in deine hydraulischen Schienen um. Handschuhgreifer löten. Das haben wir. Momentum Oszillator. Gang schneller absorbieren. Ein Upgrade der kinetischen Energie deines Handschuhs für noch mehr Saugkraft. Ja. Hydraulische Schienen. Noch schneller rennen. Befestige die Knieschienen außen an deinen Knieschützern für dein eigenes Stück Exoskelett. Okay. Oh, dann kann man sprinten. Impulskanone, eine Plasma-Puls-Abhorn, um Maschinen in der Nähe zu aktivieren. Fügt deinen Powerhandschuh ein. Modifizierten thermischen Beschleuniger hinzu. Drücke erst hm und dann hm und so. Feuer. Und interessiert. Cool. I'm loving this new look for Pumpkin. Bad ass. Get a room, you two. Natürlich nehme ich mir ein Zimmer. ATP-Umwandler. Ein außerhalbes Material sammeln, um Lebenspunkte wiederherzustellen. Ein Bio-Umwandler in den persönlichen Bedienfeld beschleunigt die Gewebebildung durch interzelluläre ATP-Aufnahme. Das mit dem Rail ist zwar nicht schlecht, aber ich würde fast sagen, wir nehmen die Kevlar-Fasern erstmal. Da wir das uns noch leisten können, nehmen wir hier auch noch die Schienen. Aber das müssen wir rennen. Wenn wir jetzt hier auch eine bessere Saugleistung und alles haben. Aber erstmal hier. We'll make sure Bex doesn't get too lonely when I'm out exploring. Right, Kurt? You got served. Thought so. Keep it up, buddy. Ronnie, wait. Seriously, you have to be careful out there. It's been you and me for the last 5 years, Bex, and that's not gonna change. Are we clear on that? Aye, Captain. Crystal. Aww. When you're out,
climbing all over those ruins. Try to avoid scratching any elbows or something. I'm not sure the little we have left rattling around in the med pact would do much against alien tetanus. Alien tetanus can just try to come for me. This immune system is rock solid. I never get sick. You mean that runny nose and obvious fever you had the other month wasn't you being sick? Oh, that. That was just a bit of a sniffle, nothing that could hold me back. Fand ich eine schöne Poje. Yes. Was auch immer da steht, haben wir. Als kleine Deko so. Bin ich denn niedlich? Jetzt hier jetzt Richtung Ruine. Außerirdische Ruinen. All right. Let's try this. Der Impulskanone. Ich das einfach mit der Impulskanone öffnen. Außerdem, das was mich mehr interessieren würde, ist das hier unten. Man kommt hier auf jeden Fall rein. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie man da rauskommt. Da ist was. Komm noch nicht ran. Ach, guck mal. Mit der Impulskanone halte und B. Wäre die Ruine. Ja, können also schießen. Wow, this is so cool. The beings that built all this new engineering and
how to organize their efforts. Why did they disappear? Do you think there was a war, or maybe it was us? Humans, I mean. Eh, we would have read about it. Not like we've encountered a lot of other beings in the galaxy. Lenzchen. Sehr gut. They sure had a thing for locked gates. Since when is a locked gate anything but a challenge to you? Didn't say I wasn't gonna open it. Wenn ich wüsste, wie ich. This weird pipe, almost like it's aware of it. A weird pipe? Are you being careful? Yes, the gunk just seems more aggressive. Aber das aggressiv ist. Oh. Das ist nicht aggressiv genug. Whoa, whoa! The ping just spiked. What's going on? Me and Pumpkin just cleared the gunk around the pipe. And it doesn't look like the other ruins. It looks active. And we just happen to get another energy ping. The gunk seems to be drawing energy out of the stuff, right? It was like all attracted to the pipe. So. The pipe is full of energy! Bingo! Now, where does the pipe lead? Follow it! Und dann, wenn das hier voll mit Energie ist, na, können wir so gesehen hier unser Raumschiff auftanken und dann geht's ab die Katze. Hier brauchen wir einen Samen. Hier. Und? Oh. Einfach nur in Ruhe folgen. Ist das immer die beste Idee? Das ist so wie die Aussage, folge einfach nur dem Fluss, dann findest du es schon. Kann man ja machen. Aber ob es sinnvoll ist. Neuer Ort. Vergiftetes. Okay. Ja, vergiftet Hörsee, ja, What's this thing? Uh-oh. Oh. Okay, wir haben was zum Zerschmettern. Es gibt also explosive Pflanzen. Bex? I think I know where the polluted river comes from. What an awful place. You still that pipe? It runs right
through the cliffs on the other side of this lake. Looks like there's an entrance there. Hmm. Can you cross it on your own? I'd rather not start up Bunny. She's got two good launches left at most. There are more ruined structures in the lake. Maybe I can... No worries. I'll figure something out. Naja, wenn du das sagst. Getting more readings from the energy spikes could help me with locating the source. Sure thing. This place could use some cleaning up. Bisschen schief das gut, aber ja. Ich will ja nicht kleinlich sein. Aber ist ein bisschen schief. Wieso muss das hier alles so versifft sein? Mir den Loot. Wie schön den Modder hier nicht haben möchte. Den Loot nehme ich umso lieber. Das war ein bisschen... Oh, das hält sogar. Da war ich mir halt nicht sicher, ob das hält oder nicht. Okay, aber ist es so gesehen eine Klebebombe? Die Klebebombe ist erstmal nichts Falsches. Aber man muss halt aufpassen. Kann ja nicht sein, dass ich hier Material stehen lasse. Am besten will. Und wer weiß, wegen Herstellen, wir haben ja so viel eigentlich jetzt hergestellt. Und das meiste war ja eher so, oh, gut, nehme ich. Und ich so, ach, brauche ich. Nö. Ich dachte im Prinzip, ach, das brauche ich. Hab ich gar nicht erst angefangen. Das ist so. Neuer Ort, nördlicher Bergpass. Statues of their leaders. Did they have a belief system, you think? I don't know. Maybe. My expertise is in hauling stuff across the galaxy. If only there was more work in alien antiquities. Ooh, space archaeologists. Komme ich da hoch? If it can lead us closer to the source of the energy signal, I'm all for it. I know. Find energy, go home, get rich. But also space exploration.
Ja. Natürlich auch hier wieder einladen, die Brühe. Nein. Gut, dass wir die verstärkten Fasern geholt haben. Und dass wir eine verstärkte Saugkraft haben, bin ich eigentlich auch relativ froh. Weil so viel saugen will ich hier dann auch nicht. Zweimal gucken, vielleicht kriegt man ja noch was drauf. Gut so. Die hätte ich fast übersehen. Da springt man runter und dreht sich nicht mal um. Das sind aber immer so Sachen. Man geht in einen Raum rein und genau in den Ecken, was man nicht sieht, übersieht man natürlich. Das ist dann so. Muss ich mich bei jedem Ecke hier so gesehen, hier, wenn eine Tür ist oder sowas, muss ich immer so reingehen. Dass ich bloß nichts übersehe. Erstmal, dass ich erstmal alles von hinten sehe und nicht von vorne an. Yay. Am Ems. Sehr gut. Wenn ich noch nicht weiß, wie wir es jetzt brauchen, besser haben als brauchen. Wie hier. Hey, Bex, do the inscriptions mention anything about who this fellow is by any chance? You think it's their god? I don't think so. But the text seems quite poetic. There's a rhyme to it, like phrases from a fairy tale. Computer's still working on the last bits. They really thought this fellow was a big deal. Maybe they were forced to think so.
What's going on here? Is it a meeting or a summoning? Maybe this large guy built this whole place, like a founder of the society. Ein Gründer? Das wäre ein Denkmal für eine mildtätige Gottheit. Der Computer arbeitet noch an der Übersetzung, aber aus Bruchstücken kann man erkennen, dass er etwas mit dem Fließ von Energie zu tun haben könnte. Dabei wird Geist oder sowas in der Art Synonym mit der Energie verwendet. Außerirdisches Denkmal. Wird gelesen. Wir brauchen einen Keim. Oder ich weiß woher. Wir müssen hier was einpflanzen. Dann kommen wir auch da oben. Nicht, dass wir so gesehen hier rumgeistern und alles dann kaputt machen. Wir so gesehen eigentlich die Natur so gesehen zerstören. Könnte halt auch sein. Der Natur so gesehen hier eigentlich nicht gut tun, wollen wir gute Absichten haben. Nicht immer alles gut, was man so gesehen dann so antun kann. Seems more hostile, but nothing we can't handle. Eine Störung, wie es sich anhört. Na komm. Hey, another signal spike. The closer you get to the other side of the lake, the stronger the readings get. I'm guessing we'll find some sort of answer through that opening. Erstmal gucken wir oben, bevor ich hier alles wieder abfinde. Beauty. How can you tell? It's just a feeling. These ruins have something aesthetic about them. Like they were built not just for function. Naja, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall hatten die ein dickes Energiekabel. Was man hätte auch hübscher verlegen können. Alles andere,
dachte, ich kann wieder runterhauen. Nicht gewollt. Interessant, dass ich das kann, aber ich habe da eigentlich mir so gedacht, komm, ich stelle mich hier drauf und komme dann darauf. Und nicht so gesehen, ja, dass ich da dann dahinter stehe und ja. Wenn man versucht, Dinge ja zu probieren und die dann doch etwas anders ausgehen, als man vielleicht gerne möchte. Das ist eine Höhle. Das ist, wo wir herkommen. Genau. Ich bin also noch nicht alt und senil. Noch. Hier war nichts. Oh, no. Da drüben ist was. Well, this way feels promising. Ich kann mir hier auf jeden Fall was beisprechen. Nur die Frage, wie. Okay, das hat sich jetzt so geklärt, wie ich etwas beisprechen kann. Genau auf diese Weise. Schade. Das Gras ist dann noch ein bisschen zu dicht. Ein kleines Stückchen zu dicht. Das lässt mich da nicht durch. This society has stood here for a long time and now it's just empty. Not a trace of life. Like they just up and left. Maybe it was the gunk.
seems like a difficult thing to coexist with. Probably better for us anyway. Okay. Sweet. Natural bridges. All right. Wenn das so schill ist, das wegzumachen. Warum haben wir das nicht vorher bekommen? Ich saug das die ganze Zeit weg. Ich kann das einfach wegrollern. Ab. You played a big part in the history of this place, didn't you? How's it going with the language translation? Still haven't got all of it. I think it mentions the energy though. I'm not sure how it translates. Ihr wird angebetet. Wird auch was angebetet. I found another inscription. Energieköder. Is it a scene from their holy script or something? Might be. But we're not here to study religion. Der größere der Station Statuen stellt wohl ein echt wichtiges Wesen, da auf dem Sockel steht als Monument unserer Verehrung. Stehe der Garten über allem. Der Garten sei unser Hüter. Energieköder. Für kurze Zeit Gankmonster anlocken. Ein kleines Ködergerät, das ein Energiesignal aussendet. Solange es aktiv ist, drücke und wirf das Gerät mit, um es zu aktivieren. Ja. 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 Bin ich jetzt noch nicht so interessiert. Mehr leid, aber wir werden es uns holen, wenn ich das Material habe, aber ja. Es ist eher so, ja. Ja. Ich habe das jetzt fast übersehen. Ich wollte ernsthaft probieren, hier rüber zu springen. Ich hätte es sowas von bereut. There's another word that's frequent in the text, though. The computer suggests it translates to garden. Or maybe gardener? I wish the computer would work faster. I can't wait to see the whole picture. Okay, da hinten geht's dann also weiter. Und irgendwie da unten.
Will ich, glaube ich. Ich glaube, ich einfach zu viel, kann das sein? Das war fast. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Jetzt bin ich zufrieden. War ein bisschen umständlich gewesen, wie ich es gemacht habe, aber wie man gesehen hat, es war irgendwie gewollt. Weil hier unten ist ja nichts. Die sollte mich ja irgendwie abmühen. Auf irgendeine Art und Weise. Ergebnisse sprechen für sich. Es hat meistens so, die Ergebnisse sprechen für sich. Solange das passt. All of this. No traces of machinery. Maybe like the pyramids back home. I read about it in this expose in Mech's Digest. No one really knows how they were built. Should have been impossible without modern tools. Yeah, I read that too. That's the sort of feeling I get from this place. Hier irgendwie ein gutes Gefühl zu haben, ist eh schwer. Moment. Wieder zurück. Ja, wir sind wieder zurück. Das ist der Eingang. Das ist eine kurze Orientierung, aber ja, wir sind wieder am Eingang.
und jetzt können wir hier, wo auch immer wir hier hingehen, wir können da hin. Einladend aus. Natürlich vergesse ich den Beacon nicht. Lager. Ab zum Lager und dann gucken wir uns den Mist dann mal an. So, wir haben ja ein neues Zeug schon so bekommen. Schockpulssystem, ein Plasmapuls, der kleinere Gangmonster leben kann. Modifiziere die Linsenordnung der Impulskanonen. Ich bin interessiert. Energiesiphon, Aktivierung, Gang und Kürzung soll schneller. Ja, okay. Was man hat, hat man. Tragbarer Ofen. Ein tragbarer Ofen, meist zum Erhitzen von Grügel verwendet. Nur manchmal, wenn wir richtig Glück haben, bietet die Hydrokultur etwas mit ein bisschen mehr Biss und Geschmack. Anschalten. Ausschalten. Anschalten. Was ist das? Ich kann es halt scannen, aber... Oder soll es einfach nur eine Lampe sein? Bin mir unsicher. We're getting close to something. Big, Bex. I can feel it. I'm trying not to get my hopes up too high. But that pipe certainly feels promising. Yeah. Great things are around the corner. I just know it. Den kann man nicht schon mal für die Tiere noch was scannen. Gekocht auf konnten wir ja scannen. Schade. Signalbarke. Eine Signalbarke zu erstellen, einen lokalen Positionierungssystem wird es dir leichter machen, Karten der Umgebung zu erstellen und schnell zu bereits besuchten Orten zurückzukehren. Lager, außerirdische Ruinen und jetzt vergifteter See. Beam mich ab, Scotty. Frage ist, was erwartet uns da drin? Wollen wir da reingehen?